Hallo, hier ist der Dirk vom Kanal Lieber Wolf. Ja, es geht weiter. Part 2. Mein Day-Wechselrichter 12 kW. So, ich habe mittlerweile auch den Load-Ausgang angeschlossen, wie ihr seht. Und jetzt zur Zeit läuft der gesamte Strom für mein Haus über den Grid, also Netzeingang, über den Load-Ausgang am Day in meine Unterverteilung fürs Haus. Das heißt, sollte jetzt der Strom vom Netz ausfallen, dann schaltet der Wechselrichter automatisch auf Inselbetrieb um. Dazu müsst ihr allerdings folgende Einstellungen wählen. Das zeige ich jetzt euch. So. Ihr müsst, wenn der ganze Strom für euer Haus über den Load läuft, müsst ihr Zero Export to Load anklicken. Also aktivieren, nicht Zero Export to CT, weil der Load hat eigene Strommessklemmen und misst dann dort, in welche Richtung der Strom ins Haus fließt. Das ist schon mal eins. Des Weiteren müsst ihr bei Advanced Signal Island Mode aktivieren, damit im Inselbetrieb der Null und die Erde miteinander verbunden sind. Ja, also für Inselbetrieb immer Signal Island Mode anklicken oder aktivieren. So, das habe ich alles gemacht. Im Moment habe ich aber kaum Stromverbrauch, wie ihr seht, nur 90 Watt. Die Sonne scheint und die Leistung kommt jetzt, die ich benötige, aus dem Akku und aus der PV-Anlage. So, ich kann den Akku ja mal abschalten. Dann müsste er eigentlich etwas aus dem Netz ziehen, obwohl besser ist vielleicht, dass ich einen Stromverbraucher anschalte und dann schalte ich mal um auf Inselbetrieb. So, ich schmeiße jetzt hier mal die Grid-Sicherung raus. Und alles läuft normal weiter. Ihr seht, er hat jetzt den Leistungsbezug aus dem Akku etwas erhöht. Ich habe gerade 140 Watt Verbrauch im Haus. Ja, es hat also funktioniert. Das Licht hat nicht geflackert. Und alles läuft weiter. Jetzt mache ich den Grid wieder rein. Einen Augenblick. Noch zeigt er Off-Grid an. Das wird wahrscheinlich einen Augenblick dauern, bis er den Grid wieder zulässt oder erkennt. Aber es funktioniert. So weit, so gut. Ich mach mal hier PV aus. So, PV aus. Ja, jetzt zieht er den ganzen Strom aus dem Akku. Warum holt er jetzt keinen Strom vom Netz? Ja gut, wahrscheinlich, weil der Akku voll ist. Okay, ja, also das zum
Wechselrichter, ein echt tolles Ding. Ciao.